Bedeutung für die Webszene. Die Startups, Silicon Valley hast du glaube ich erwähnt, ist so das große, große Vorbild. Wir haben in Berlin eine große, große Szene, Startup-Szene. Aber der Mario ist so jemand, der glaubt daran, dass wir nicht alle nach Berlin müssen, sondern dass wir hier in der Rhein-Main-Region eben auch ein großartiges Umfeld haben, um innovative Startups zu gründen und auch damit erfolgreich zu bleiben. Und darüber wird er uns jetzt ein bisschen erzählen. Viel Spaß. Ihr habt das bis zu diesem Zeitpunkt ganz recht gemacht. Das gefällt mir nämlich auf anderen Veranstaltungen nicht so. Ihr habt bisher immer nach dem Vortrag geklatscht. Das ist richtig so, lasst die Leute erstmal arbeiten. Also, Mario habt ihr kennengelernt. Zu mir, ich habe in Frankfurt Startup-Veranstaltungen gemacht. Ich habe ein größeres gemacht, das nannte sich Startup Weekend 3 Mai. So habe ich auch intensiver den Markus kennengelernt. Bisschen aus der Erfahrung raus, dass Reisen für Startups scheiße ist. Also wenn ihr Idee habt, ihr müsst irgendwo jetzt eine Firma gründen, dann seid ihr eigentlich schon am richtigen Ort dafür. Erklärung folgt. Ich habe hier mal exemplarisch, es tut mir leid für euch Offenbacher, Frankfurt als Zentrum, Nabel des Rhein-Main-Gebietes genommen. Ich werde das für nächstes Mal ändern. In der Mitte haben wir Berlin und ganz rechts haben wir das Silicon Valley. Also ihr kennt San Francisco, sieht ganz hübsch aus. Wenn ich jetzt zu einem dieser drei Punkte will, ich gehe mal davon aus, wir leben hier im Rhein-Gebiet, wenn ich jetzt mal eine Firma gründen will, warum habe ich Vor- und Nachteile, zu einem dieser Punkte zu gehen, zu einem dieser Orte zu gehen, wenn ich meine Firma gründen will? Jein. Wie bei allem, jein. Der Titel ist übrigens basiert auf einem Dialog, den ich wirklich mit einem Amerikaner hatte. Ich habe gesagt, ja, nee, hier mein Startup, was ich mache, Musclebox, habt ihr gehört, das ist nicht so wichtig. Interessiert wahrscheinlich die meisten nicht so. Werdet ihr jetzt mal googeln. Der hat gemeint, ja, was soll das hier, gründen Rhein-Main, gründen in Deutschland ist Berlin und sonst existieren wir in Deutschland nicht. Das war ziemlich hart, das war also rein so medial fast die Wahrheit. Das tut für den René ein bisschen weh, aber ist leider so. Nun, wenn man so eine Firma gründen will, dann muss man sich ein paar Gedanken machen. Also, was brauche ich denn so? Übrigens, wenn euch das alles nicht interessiert, was ich erzähle, das ist PowerPoint 2013. Das heißt, im Zweifelsfall könnt ihr das als Technikpräsentation sehen. Ich muss gucken, dass der richtige Präsenter funktioniert. Ja, siehst du, andere Transition schon lange hatte. Das, was ich erzähle, ist supported by Hard Facts. Also, ihr könnt euch Studien drüber aussuchen. Ich habe da ein paar verlinkt. Auch Zeitungsartikel von der Wirtschaftsförderung habe ich, Statistiken. Der Punkt ist, die Zahlen bringen euch nur so weit, weil ihr werdet das Gleiche in Berlin hören über die Berliner, ihr werdet das Gleiche in Offenbach hören über die Offenbacher, ihr werdet das Gleiche in Silicon Valley hören. Erfolg gibt es da, wo man gerade ist, das sagen die alle. Das Problem ist, es trifft halt nicht für den Einzelnen zu, sondern es trifft halt eigentlich immer nur für den zu, der es gerne haben will. Dementsprechend, Statistiken sagen euch immer nur das, was ihr lesen wollt. Gut. Als Startup brauche ich als allererstes mal ein Team. Schmeißt die nicht so weit weg, die sehen häufig so aus. Alles ein bisschen verrückte Leute. Das Problem ist, wenn ihr ein Startup gründen wollt, ihr habt eine geile Idee und ihr entwurzelt euch dann und fahrt nach Berlin, weil in Berlin ist die Startup-Szene. Dann müsst ihr erstmal ein Jahr damit verbringen, in Berlin Leute kennenzulernen und dann noch 5 Jahre, bis ihr Leute kennenlernt, die was können. Es ist nicht ganz so der intelligente Ansatz. Schlimmer wird es, wenn ihr in Silicon Valley geht, weil da können gefühlt alle was. Aber alle kennen sich mit dem Thema so unglaublich gut aus, dass sie gar keine Lust haben, jetzt bei dir zu investieren. Da wird es für dich nochmal viel, viel teurer, dich zu bewerben und so weiter, damit du ein Team kriegst. Also hier bleiben macht in dem Fall sehr viel Sinn, weil ihr habt hier ein Netzwerk. Also wenn ihr keins habt, dann ihr seid heute Abend hier, das ist der erste Schritt. Der zweite Punkt, was brauche ich? Eine Crowd. Ein Startup funktioniert immer nur mit dem Dorf der Menschen um mich herum. Das ist nicht nur mein Team, nicht nur der für mich programmiert, nicht nur meine Mutti, die mal Brötchen schmiert. Aber da sind wir schon halt bei der Crowd. Da sind wir bei meinem alten Studienkollegen, der doch zum Beispiel in meinem Startup den Fitnessstudio-Besitzer, was weiß ich, kennt, der mir kurz mal ein Intro macht. Das sind diese Geschichten, die ich in einer anderen Metropole, wo ich jetzt hinziehe, um meine Firma zu gründen, einfach nicht habe.
Das wird mir einfach fehlen. Und dementsprechend habt ihr, wenn ihr hier seid, eine Crowd von Leuten, die kennt ihr zum Teil gar nicht. Deine Mutter oder deine Schwester oder deine Tochter kennt irgendwen, der für dich business-relevant ist, den du nur mitkriegst, wenn du mal eben auf Facebook schreibst, hey, ich mache ja eine Firma und ich bin hier und das. Das funktioniert. Die Crowd habt ihr nur hier, nicht woanders. Ihr könnt jetzt sehr viel Zeit investieren, die woanders aufzubauen, ist halt sehr teuer. Startups sind nicht leicht. Startups sind sehr viel Arbeit. Eure eigene Idee zu visualisieren braucht sehr, sehr viel Mut und sehr, sehr viel Kraft. Und wenn ihr euch mehr Aufgaben gebt, dadurch, dass ihr die Crowd nicht habt, die das mit euch trägt, dann wünsche ich euch viel Glück. Wieder hübsch. Applaus für Microsoft. Viele coole Kunden, also genau genommen haben wir solche Kunden, so die nicht über, ich habe einen Laserpointer, so die nicht überausgebildeten Kunden, die jetzt nicht so viel Ahnung haben zum Teil. Also wir sind jetzt nicht im Silicon Valley, wo ich als Kunde ein IT-Unternehmen habe, wie Yahoo, die Business-Prozesse von dir durchblicken, bevor du selber dran denkst. Sondern du hast hier im Rheingebiet mittelständische Unternehmen, ziemlich viel, du hast Großbanken, aber alle noch nicht so, dass man nichts verbessern könnte. Die Welt ist nicht perfekt hier im Rheingebiet und das ist für uns ganz gut. Das führt nämlich dazu, dass wir mit unseren Produkten, die wir anbieten, bauen, uns ausdenken wollen, einen Markt haben. Und der Markt im Rheingebiet ist kaufkräftig wie kaum ein anderer in der Welt. Aber ich glaube, das muss ich den meisten nicht erzählen. Wenn jemand schon mal versucht hat, in Berlin Döner zu kaufen, weiß das. Die sind nicht gerade teurer da, weil die Leute sie auch nicht mehr leisten können. Rheingebiet ist ein bisschen anders. Auch in Offenbach. Was wir auch brauchen, sind Investoren. Sagt jeder alle, oh, wenn ich ein Startup habe, das hängt so ein bisschen davon ab. René hat es gesagt, mit Bootstrapping-Ansatz brauche ich es nicht. Finde ich ganz übrigens auch sehr gut. Aber die meisten sagen, oh, ohne Geld, Startup, das funktioniert alles nicht. Ja, das für manche Geschäftsmodelle ist das so, de facto. Aber wenn mir jetzt irgendwer erzählt, dass einer der größten Geldumschlagplätze der Welt keine Investoren vorbringt, den kann ich nur für verrückt erklären. Die sind da, die fahren nur nach Berlin oder die fahren nach London, weil sie auch gehört haben, dass dort die Startups sitzen. Wie erreicht man diese Menschen? Die wohnen hier, die haben auch ein Netzwerk, die sind in eurer Crowd irgendwo drin, die müsst ihr nur finden. Fragt im Zweifelsfall mich, das mache ich so ein bisschen. Das ist eine der wichtigsten Fragen. Wie sieht die Competition überhaupt aus? Weil die ganzen Punkte davor, Investoren, Team, Customers, Kunden, die sind alle umkämpft. Und alle von einer wirklichen Competition umkämpft, also von eurer Konkurrenz. Wenn ihr euch jetzt überlegt, okay, ich fahre jetzt nach Berlin, da reiße ich den Markt auf. In Berlin gibt es jede Idee, die ihr auch nochmal dran gedacht habt, hat irgendwer schon mal in eine Form von einer Web-App gekippt und vielleicht ausprobiert. Meistens nicht, weil es noch nicht so gut angekommen ist in Deutschland, aber es gibt es schon. Eskalieren wir das mal in Silicon Valley. Da könnt ihr euch vorstellen, wie viele 19-Jährige gerade sagen, ah nee, Uni ist zu teuer, das mache ich nicht. Da baue ich erstmal 3 Jahre, 4 Jahre irgendwelche Web-Apps, versuche reich zu werden und dann vielleicht von Google gekauft zu werden. Da ist die Competition ultra krass. Und wenn ihr dann noch versucht, dort zu wachsen, weil die Gehälter dort explodieren, also so ein Entwickler, der wird da von der Uni mal vom Fleck weg von 120.000 Dollar Jahresgehalt eingestellt, das ist halt so. Das wird alles, die Competition um Arbeitsplätze, um Kunden, um Teams, für das, was wir so umgangssprachlich Startup nennen, also wie man René viel Software as a Service, ist dann halt sehr groß. Und das haben wir alles im Rheingebiet noch nicht so. Das könnte man sagen, wir sind unterentwickelt oder uns fehlen einfach die Prinzipien. Nein, das ist nicht so. Die Leute sind unglaublich gut ausgebildet hier. Es ist so. Wir haben nämlich, interessanterweise haben die Firmen nämlich Geld. Das glaubt man nicht, aber die Firmen haben Geld und die zahlen uns mal eben die 3.500 Euro, die es kostet, um auf eine Schule zu fliegen, wenn wir einen guten Arbeitgeber haben. Das kommt vor. Und das führt dazu, dass wir aber auch bei diesen Arbeitgebern irgendwann keine Lust mehr haben zu arbeiten. So geht es mir zum Beispiel. Und dann sind wir doch bereit, in ein Team zu gehen. Und dann finde ich plötzlich ein Startup-Team, das vielleicht mit 5-10 Jahren Berufserfahrung plötzlich anfängt und die Welt umkramt. Der René beweist das aktuell ganz schön. Entschuldigung, René, das ist auf der Vene, aber du stehst da so. Kommt also. Gut.
Jetzt wird es breit. Es geht nicht um den richtigen Presenter, geht es um mich. Übrigens, das ist awesome. Das bin ich. Das war die große Veranstaltung, die ich gemacht habe, das Startup Weekend. Und ich unterstütze Startups. Wie mache ich das? Wie ihr vorhin gesehen habt, Gründer habe Rhein-Main. Nach dem Startup Weekend habe ich gedacht, hier, die Präsentation ist nicht vorbei. Nach dem Startup Weekend habe ich gedacht, hier, es gibt im Rhein-Main-Gebiet 1000 Stellen, die euch irgendwie mit Existenzgründung fördern wollen. Dafür findet ihr die Wirtschaftsförderung der einzelnen Städte, da findet ihr von der. Awesome. Windows 8. Es gibt wirklich eine ganze Menge an Menschen, die euch helfen wollen. Das sind private Gründer, das sind Mentoren, wir haben Mentorennetzwerke, Investoren, wir haben Inkubatoren. In Mainz machen jetzt gerade, schießen die gerade die Pilze aus dem Boden. Es gibt wirklich eine ganze Menge Veranstaltungen, wie jetzt auch der Webmontag, die für Startups irgendwie relevant sind. Die muss man nur finden und dementsprechend habe ich halt mal ein bisschen rumtelefoniert und jetzt haben wir dann einen Eventkalender unter gründerhub.de. Nächstes Startup Weekend ist in Planung. Gründerstammtisch kommt. Und sonst, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr sagt, ah, es hängt jetzt an dieser einen Sache, warum ich nicht gründe. Im Zweifelsfall schickt mir mal einen Tweet, ich kenne irgendwen. Denn, also ich bin offiziell jetzt seit heute Abend Teil eurer Crowd, schreibt mich an. Ich bedanke mich.